Sozialpolitik, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sozialpolitik hat die Aufgabe, den Schwächeren zu schützen, Solidarität in der Gesellschaft herzustellen und Teilhabe zu ermöglichen. Das ist kein Geschenk, das sind Rechtsansprüche. Und ich denke, wo Rechtsansprüche sind, entstehen auch Klagen und entstehen auch Ansprüche, die gerichtlich geltend gemacht werden. Das ist in der Systematik, wie wir sie haben, auch völlig in Ordnung. Allerdings führt das dann auch schnell dazu, dass schnell bei jeder Kleinigkeit gesagt wird, dieser Staat sei unsozial. Wenn dies oder jenes nicht kommt, dieser Staat ist unsozial. Meine Damen und Herren, der Sozialstaat hat ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Umlagefinanziert zum erheblichen Teil, aber auch zu einem erheblichen Teil steuerfinanziert. Allein im Bundeshaushalt haben wir angesetzt für das Jahr 2017 139 Milliarden Euro. Ich sage Ihnen, dieser Staat ist nicht unsozial. Und dieser Staat hält mit seinem Sozialetat zusammen. Und wir tun alles, damit diese Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Und ich glaube, dass wir sehr erfolgreich dabei sind. Und deswegen lassen wir uns das auch von nichts und von niemandem kaputtreden. Das heißt ja nicht, dass es im Einzelfall nicht Nachbesserungsbedarf gab. Ja, aber wenn Sie unsoziale Staaten kennenlernen wollen, dürfen Sie nicht nach Deutschland gucken. Da empfehle ich Ihnen den Blick in andere Regionen. Meine Damen und Herren, Grundlage dieses Sozialstaates ist natürlich, die Frau Bundesministerin hat zu Recht darauf hingewiesen, eine stabile Wirtschaft. Und ohne eine stabile Wirtschaft werden wir alles das, was wir an Leistungen erbringen, nicht leisten können und nicht finanzieren können. Und ich bin ihr außerordentlich dankbar, dass sie noch mal an die Zeit erinnert hat, als wir hier im Haus vor etwas mehr als 10 Jahren waren und wir hatten 5 Millionen Arbeitslose, eine katastrophale wirtschaftliche Situation, katastrophale Situation in den Sozialträgern. Jetzt geht es nicht darum, Schuld zuzuweisen, weil das Unfug wäre, aber es soll uns daran erinnern, dass der Wohlstand, den wir im Augenblick erarbeitet haben, nicht selbstverständlich ist. Und wenn wir hier Fehler machen und Dinge überfordern und Menschen überfordern, und wenn wir jetzt glauben, man könnte die Dinge alle umstellen und umschwenken, dann muss man wissen, dass man möglicherweise in konjunkturellen schwierigeren Lagen, die unzweifelhaft auf uns zukommen werden, wann und wie, wissen wir nicht. Wir hoffen auch nicht, dass es kommt. Aber das ist nun mal Naturgesetz in den Erfahrungen der letzten 70, 80 Jahre. Dann müssen wir gerüstet sein, um auch die zukünftigen Herausforderungen stemmen zu können. Die Wirtschaft prosperiert, das ist gut. Das Ergebnis ist eine hohe Beschäftigung. Wir haben 43,5 Millionen Menschen, die in Erwerb sind, 31,5 Millionen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Wir haben 685.000 offene Stellen in Deutschland und wir haben 172.000 offene Stellen für den Bereich der Ausbildung. Ich war im Sommer viel in meinem Wahlkreis unterwegs, über 50 Termine habe ich gemacht, darunter weit mehr als die Hälfte in Betrieben. Das Hauptproblem der Betriebe ist im Augenblick ein Thema, mit dem wir uns bisher noch gar nicht, wo wir von vor 10 Jahren noch gar nicht glaubten, dass es auf uns zukommt, das ist der Fachkräftemangel. Wenn ich Betriebe erlebe, die Aufträge nicht annehmen, weil sie nicht genügend Kapazitäten haben, weil sie die Mitarbeiter nicht finden, dann ist das ein Teil der Wahrheit und dann ist das etwas, was uns vor neue Herausforderungen stellt. Meine Damen und Herren, und deswegen halte ich das für falsch, natürlich nur den Blick von Seiten der Opposition darauf zu wenden, was wir an prekären Situationen haben. Aber wenn alles so prekär wäre, hätten wir nicht diese hervorragend ausgestatteten Sozialversicherungen, dann hätten wir nicht diese Überschüsse im Bereich der Rentenversicherung und dann könnten wir uns im Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr bewegen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch, dass die Beschäftigung in vielen Bereichen neu stattfindet. Ich will das am Beispiel des deutschen Hotel- und Gaststättenbereiches sagen. Wir haben dort einen Aufwuchs von 260.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Das ist ein Anstieg von 33%. Davon haben wir in der Vergangenheit eher Negatives gehört. Wir freuen uns mit all den Beschäftigten und mit der Branche über diese neue Entwicklung. Aber
Wir müssen auch den Blick darauf wenden, wie die Situation ist der Menschen, die keine Arbeit haben. 830.000 Arbeitslose haben wir im Regelkreis des SGB III, also die bis zu einem Jahr arbeitslos sind. Und wir haben etwas mehr als 1,85 Millionen Menschen, die arbeitslos sind und die schon lang arbeitslos sind. Ich sage Ihnen, auch wenn man uns immer anderes unterstellt, diese Situation, gerade der Langzeitarbeitslosen, ist uns nicht gleichgültig. Aber ich sage Ihnen auch, dass wir vor Herausforderungen stehen, die nicht mal eben mit einem Schnips zu erledigen sind. Wenn Sie eine Arbeitslosenquote wie in meinem Wahlkreis haben von 2,9% oder in bayerischen Regionen von 1,7% und Sie haben dort dann Langzeitarbeitslose, dann können Sie relativ getrost davon ausgehen, dass es nicht an den Betrieben alleine liegt, wenn sie nicht untergebracht werden können, sondern hier sind wir gefordert, den Menschen zu helfen, damit sie den Weg in den Arbeitsmarkt schaffen. Und das ist oft langfristiger und mühsamer, als das vielleicht in einer anderen wirtschaftlichen Situation wäre und die Menschen in einer anderen Verfassung wären. Aber wir wollen Ihnen helfen. Wir wollen Ihnen helfen, auch den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Der Eingliederungstitel ist angepasst bzw. leicht erhöht worden. Allerdings stehen die Mittel pro Langzeitarbeitslose mehr zur Verfügung, als das noch vor vielen Jahren waren. Und es hängt an uns, die Mittel richtig zu konzentrieren und auf den Weg zu bringen. Und dabei will ich den Blick insbesondere noch einmal auf diejenigen wenden, die es besonders schwer haben. Wir haben eine Situation, dass wir ca. 300.000 Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben, die aus einer Systematik kommen, wo die Eltern und die Großeltern bereits von Sozialhilfe gelebt haben. Denen sich zuzuwenden und hier alles zu tun, dass sie mit unserer Hilfe in Ausbildung und Beschäftigung kommen und eine Lebensperspektive kriegen, halte ich für eine der zentralsten Zukunftsaufgaben, die wir miteinander zu bewerkstelligen haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir die rechtlichen Voraussetzungen dafür im zweiten Sozialgesetzbuch mit dem neuen Paragraphen 16h eingerichtet haben. Und ich bin gespannt, wie die zurzeit laufenden Modellprojekte dann ausgewertet werden. Ich hoffe sehr, dass dies hier zu einer guten Regelförderung wird. Meine Damen und Herren, wenn wir einen Aufwuchs an Langzeitarbeitslosen in unserem System haben, dann hängt das damit zusammen, dass wenn die Flüchtlinge anerkannt sind und aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes herausfallen, dann aufgefangen werden durch die Grundsicherung, also durch das zweite Sozialgesetzbuch. Systematischerweise mussten deswegen die Ansätze in diesem Bereich erhöht werden, was auch richtig ist. Aber ich freue mich auch, dass wir alle Anstrengungen unternehmen wollen, gerade auch Flüchtlinge, die anerkannt sind und eine entsprechende Grundlage haben, in die Beschäftigung und in Ausbildung hineinzubringen. Wir haben beschlossen mit dem Integrationsgesetz, dass die Jugendlichen, die geduldet sind, die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen und über die Ausbildung hinaus noch 2 Jahre beschäftigt zu sein. Ich kenne viele Betriebe, die ausbilden wollen. Es gibt eine große Bereitschaft, übrigens bevorzugt im Mittelstand, die bereit sind, gerade Flüchtlinge aufzunehmen, auszubilden oder zu beschäftigen, wenn denn die Voraussetzungen wie die Kenntnis der deutschen Sprache und die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. Und viele haben es auch schon getan. Ich habe viele Betriebe kennengelernt, wo das mit Erfolg läuft. Ich kenne auch Betriebe, wo das gescheitert ist, so wie das auch bei anderen Personengruppen in Deutschland dann auch gelegentlich mal scheitern kann. Aber grundsätzlich gibt es hier eine große Bereitschaft. Und ich meine, wir sollten als Deutscher Bundestag alles so daran setzen, diesen Weg weiter zu verfolgen, weil auch diese Menschen, die zu uns gewandert sind, über diesen Weg eine Perspektive kriegen und weil wir ihnen über diesen Weg auch eine Perspektive über ihr Verweilen in Deutschland hinaus auch mit auf den Weg geben können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aktion, die wir hier starten. Lassen Sie mich die eine Sorge sagen. Wir haben das Programm aufgelegt, 100.000 für 100.000 Stellen Gelder zur Verfügung gestellt, die im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes dann zur Verfügung gestellt werden, um Flüchtlinge unterzubringen, damit sie erste Schritte auf den Arbeitsmarkt gehen. Die Verwaltung liegt bei der Bundesagentur für Arbeit, die Entscheidung bei den Kommunen. Ich bitte nur sehr darum, dass die Bundesagentur für Arbeit wirklich nur ihre Verwaltung hier einsetzt und nicht das komplette Inhaltliche bestimmen will, sondern dass wir es bei den Kommunen bleibt, damit wir hier nicht zu einem Reibungsverlust kommen. Meine Damen und Herren, ich will, weil es auch ein wichtiges Thema ist, auf die Rentenpolitik wenigstens kurz eingehen. Wir haben die Daten für die deutsche Rentenversicherung sind gut.
Wir haben zurzeit einen Beitrag von 18,7%. Wir haben eine Nachhaltigkeitsrücklage von etwa 34 Milliarden Euro. Trotz Rente mit 63 und trotz Mütterrente, das ist der Hinweis darauf, dass offensichtlich unsere Beschäftigungssituation funktioniert, sonst hätten wir nicht die hohen Einnahmen. Wir haben ein Rentenniveau von 47,8%, und ich glaube, dass wir insgesamt mit der Rente in einer guten Verfassung sind. Ich will wenigstens eine Zahl nennen, damit sie hier auch zu Wort kommt. Wir haben alleine im letzten Jahr einen Zugang in die Rente von 1,4 Millionen Menschen gehabt. Das heißt, über 7%, fast 8% mehr als im Jahr davor. Und diese Entwicklung wird als Druck auf die Rentenversicherung beibehalten. Und wir dürfen als Deutscher Bundestag vor dieser Entwicklung die Augen nicht verschließen. Ich bin sehr dafür, über Fragen für die Menschen etwas zu tun, die 40, 45 Jahre gearbeitet haben, Kinder erzogen, alte Eltern gepflegt, Vollzeit beschäftigt waren und dennoch eine Rente bekommen, die unterhalb der Grundsicherung liegt, dass wir ihnen das auf Dauer gesehen nicht zumuten. Dazu brauchen wir eine konforme Regelung mit den unterschiedlichen Sozialsystemen. An dem Punkt wird zurzeit gesucht. Aber ich bin auch dafür, darüber nachzudenken, wie das denn mit der Ost-West-Angleichung funktionieren kann. Aber, meine Damen und Herren, in dieser Frage geht es auch um Klarheit und Wahrheit. Zur Klarheit gehört neben all den Fragen der Anpassung auch die Frage, was das denn für die 5 Bundesländer, die davon betroffen sind, bedeutet, hinsichtlich der Menschen, die jungen Menschen, die da jetzt wohnen, mit all den Auswirkungen, dass wir eine Spreizung haben zwischen den realen Gehältern im Westen und im Osten und dann eine höhere Rente, die dann aus diesem Betrag mitfinanziert werden muss. Wir stehen hier vor Fragen, die nicht ideologisch zu beantworten sind. Das haben wir lange genug erlebt. Und das diskutieren wir, Frau Lötsch, auch nicht seit 25 Jahren, sondern jetzt erst, weil war der deutschen Einheit von Anfang an klar war, dass die unglaubliche Leistung, die die deutsche Rentenversicherung West bei der deutschen Einheit gebracht hat, irgendwann einmal zwar zu dem Ergebnis führt, dass es gleiche Renten gibt, aber jeder weiß, dass wir uns dafür Zeit lassen müssen. Ich plädiere sehr dafür, das, was wir in der Koalitionsverhandlung miteinander 2013 beredet haben, auch durchzuführen. Das heißt, dass wir uns anschauen, wie denn die Grundlagen 2019 sind, weil wir uns vorgenommen haben, dass dann der Solidarpakt ausläuft, weil wir annähernd gleiche Lebensverhältnisse haben, und dass wir uns dann anschauen, Ende 2017, 18, wie das denn jetzt weiter anzupassen ist und die nächsten Schritte zu gehen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es gehört auch zur Klarheit und es gehört auch zur Konsequenz dazu, dass wir das Rentensystem auch unter diesen Gesichtspunkten sehen. Ich weiß, dass das emotional hochbeladen ist, und ich weiß, dass Rentenpolitik hochkomplex ist. Und komplexe Systeme einfach zu erklären, haben wir erlebt, zu welchen Ergebnissen das am letzten Sonntag geführt hat. In dem Fall halte ich es aber für notwendig, mit diesen komplexen Systemen wirklich zu erklären und den Menschen näher zu bringen und nicht zu sagen, dass es eine böse Absicht des Deutschen Bundestages ist, hier die Schritte nicht sofort hintereinander zu bringen. In unserer Fraktion ringen wir um den richtigen Weg. Meine Damen und Herren, und lassen Sie mich noch einen Hinweis geben, weil es von anderer Seite immer kommt, nämlich der Hinweis, dass wir dabei sind, die jüngere Generation zu überfordern, auf Dauer gesehen. Ja, das ist richtig. Zur Generationengerechtigkeit gehört auch, die jüngere Generation in den Blick zu nehmen. Aber lassen Sie mich wenigstens die Randnotiz hier mitteilen, dass wir Jahr für Jahr etwa 25 Milliarden Euro haben, die die jetzige Rentnergeneration an ihre Kinder und an ihre Enkel weitergibt. Herr Schieverding, das glauben Sie, was dies zu einem innergesellschaftlichen, familiären Frieden beiträgt. Und ohne unsere Familien, meine Damen und Herren, ist weder Sozialpolitik zu machen, und ohne unsere Familien ist auch kein Staat zu machen, und ohne unsere Familien auch keinen Zusammenhalt. Wir sollten dies unterstützen. Es geht um Personalität, es geht um Solidarität und es geht um Subsidiarität. Und ich glaube, dass wir diesen Dreiklang behalten wollen. Herzlichen Dank. Ich weiß. Es lagen noch zwei Zwischenfragen von meinem zaghaften Versuch, Herr Schieverling, Sie zu unterbrechen. Ist gescheitert. Ich bitte die Kollegen einfach dann, dass die Punkte nachher aufgenommen werden. Können wir das nicht in die Reden der Kolleginnen und Kollegen integrieren? Ich frage einfach wegen der Zeit. Ja, das ist mir klar. Deshalb
Deshalb wäre eben meine Bitte, dass das die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, die ja noch reden können. Einfach wegen der Zeit. Wenn das die Kolleginnen und Kollegen den Aspekt ansprechen könnten, sonst hätten wir zwei, dann wird es etwas länger. Können wir das so machen? Nein, wir hatten zwei Zwischenfragen und wenn wir jetzt zwei Interventionen haben mit entsprechender Reaktion, deshalb ist meine Bitte, dass Ihre Anliegen von den Kolleginnen und Kollegen, die ja alle reden werden, mit aufgenommen werden. Frau Präsidentin, wir haben keinen Zeitverzug, man muss die 3 Minuten nicht ausnutzen, wir können die 2. Gut, dann machen Sie es bitte kurz und Herr Schieberling wird dann auch entsprechend natürlich reagieren können. Herr Ebner.